Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe beim Teddy was richtig Cooles gefunden und zwar für 50 Cent Tomaten, Erdbeeren und Chili. Hat anscheinend erstmal 1 Euro gekostet. Erstmal hat es 2,50 gekostet, jetzt 1 Euro und dann jetzt 50 Cent. Also mega geil finde ich das. Und ja, das werden wir jetzt mal probieren. Ich werde das jetzt auspacken. Und dann schauen wir mal, wie das funktioniert, ne? Und dann werden wir mal schauen, ob man da wirklich irgendwann davon essen kann. Weil ich meine, guck dir mal die kleinen Töpfe an. Ne? Wie groß sind dann die Tomaten, bitteschön? Also, bin ich sehr gespannt. Und ja, ich pack's jetzt mal aus und dann schauen wir mal, was da so drin ist. So, also da ist immer so was drin. Ich habe jetzt das noch hier beschriftet, was ist. Tomate, Erdbeer und Chili. So. Ja, hier sind halt die Tomaten, Samen und so ein Ding hier. Das ist wahrscheinlich die Erde. Ja, und das ist bei jedem hier da dasselbe. Und ja, jetzt müssten wir mal halt mal wissen, wie es funktioniert. Vor allem da unten ist ein Loch drin, da muss man das irgendwie auf irgendwas draufstellen, sonst läuft's aus. Muss man mal schauen, ob ich dann irgendwas finde, weil Teller oder sowas haben wir jetzt hier in der Wohnung noch, ne? Müssen wir mal gucken, ob wir was finden. Also so hier müsste es irgendwie gehen. Also einfach das Ding rein, Wasser rein und dann auf den Ding Samen drauf und dann immer wieder mal gießen. Ja, scheint einfach zu sein. Bin ich gespannt. Ich suche jetzt mal hier so einen Teller oder irgendetwas, wo ich das drunter legen kann. Und dann hole ich ein bisschen Wasser und dann probieren wir das mal. So, ich habe jetzt hier Wasser ein bisschen rein. Und ich werde jetzt mal die Samen hier alle raustun. Und werde das mal hier ein bisschen nass machen. Das mal richtig gerade rein machen. So, und dann werde ich das da mal jetzt reinstellen. Mal schauen, ob es nass wird. Ja, es wird nass. Tun wir jetzt mal erstmal die Erde ein bisschen nass machen. Ich hoffe, es funktioniert. Keine Ahnung. Okay. Schauen wir mal. Also, auf jeden Fall die Erde nass machen. Schauen wir mal. Also hier wird schon ein bisschen. Also das saugt jetzt auf jeden Fall die Erde ein. Und da warten wir jetzt einfach mal, bis es eingesaugt ist. So. So. Also das finde ich sehr beeindruckend, dass das so schnell geht. Also es hat jetzt vielleicht 5 Minuten gedauert. Ja. Jetzt tun wir da die Samen rein. Ich hoffe mal, es geht da jetzt rein problemlos. Geht natürlich nicht problemlos rein. Gut, die ersten sind drin. Jetzt kommen die Erdbeeren. Okay, die sieht man eigentlich so rein gar nicht hier drauf. Doch jetzt ein bisschen. Ja, die sind auch richtig schwierig rauszuholen. Moment. So, jetzt sind die auch drauf. Jetzt noch die Chilis. Immer ziemlich schwer aus dem Verpackungsding raus hier. Blöd.
Also ich bin mal sehr gespannt, wann man da was dann sieht oder ob man das allgemein irgendwie sieht oder keine Ahnung. Das geht nicht raus. So. Und dann schauen wir mal, wie lange es dauert, bis da was wächst. Bin ich sehr, sehr gespannt. So Leute, ich habe noch was gefunden und zwar das passende Gegenstück zum Obst, zum Obst und Gemüse eigentlich, habe ich hier noch ein bisschen so Kräutermix. Das war auch wieder ein Angebot, 10 Cent. Das machen wir jetzt einfach genauso wie das andere und das wollte ich euch nur noch sagen, dass ich das jetzt auch noch genauso aufbaue wie das andere. Und dann habe ich noch das hier für 10 Cent, so eine Sonnenblume. Die werde ich auch noch aufbauen, damit ihr euch dann nicht wundert, warum am Fensterbrett jetzt auf einmal so viel dasteht, ne? Deswegen, das werde ich jetzt genauso noch machen. Und ja, und dann werde ich immer schauen, wenn sich was da ergibt. Ja, also es müsste eigentlich auch alles gleich sein, weil das mache ich jetzt auch heute noch. Also das andere, das mit dem Chili und sowas, das habe ich heute auch gemacht. Deswegen, dass es dann nicht irgendwie unterschiedlich wächst oder sowas. Also das mache ich heute auch noch, dass es dann gleichzeitig ungefähr wachsen kann. Und ja, da bin ich sehr gespannt, ob das alles klappt. So, es sind jetzt 5 Tage vergangen und man sieht so ein bisschen was. Also hier bei den Chili, da sieht man noch gar nichts. Bei den Erdbeeren sieht man auch noch nichts. Tomaten sieht man leider auch noch nichts. Hier bei der Petersilie leider auch noch nichts. Hier sehen wir dann schon ein bisschen was. Hier so weiße Sachen hier so. Da sieht man schon ein bisschen was. Hier sehen wir auch schon ein bisschen was, so weißes, das ist, das wächst schon ein bisschen. Und hier bei der Sonnenblume, da, die wächst hier sehr gut anscheinend. Also die wächst wunderbar. Also es wächst, es dauert glaube ich ziemlich lange. Also bei denen hier passiert so rein gar nichts nach 5 Tagen. Also ich glaube, die wird als erstes fertig und ja, die hier sind auch schon ein bisschen, aber die hier dauert wahrscheinlich sehr, sehr lange. Aber ja, schauen wir mal. Ich gucke immer, wenn sich ein bisschen wieder was entwickelt, dann filme ich einfach wieder weiter und schaue einfach mal, wie lange es jetzt dauert, bis man das überhaupt essen kann dann, vor allem die hier, also das kann man ja nicht essen, aber hier das, bis man das essen kann, das dauert bestimmt Monate oder so, aber ich werde immer mal nach so ein paar Tage oder eine Woche oder sowas, werde ich dann immer ein Stückchen filmen und dann schauen wir mal einfach mal, wie sich das so entwickelt. Also das hier wächst super und das hier ist noch gar nichts passiert, oh, und die wachsen halt, ne, also aber auch nur ganz mini, also nicht gerade geil. Also, aber das hier, das wächst schon recht gut hier. Ja. Gut, dann sehen wir uns bald wieder. Und es sind wieder ein paar Tage vergangen. Die Sonnenblume wächst und wächst. Richtig groß schon. Hier Petersilie, Basilikum. Wächst schön. Ja, Schnittlauch. Naja, geht. Die Petersilie, die wächst noch. Naja, da ist wenigstens schon ein bisschen Wurzeln aufgegangen. Dann die Tomaten. Da passiert auch was. Bei den Erdbeeren passiert irgendwie rein gar nichts. Das ist irgendwie nicht so cool. Ja, und bei den Chili passiert eigentlich auch so gut wie nichts. Also bei denen zwei passiert leider nicht so viel. Bei der Sonnenblume hingegen, ja. Ja, bei der Sonnenblume ist es natürlich brutal, ne? Also,
Da, die wächst schon ziemlich gut. Das hier, das wächst bestimmt auch noch. Aber bei denen zwei bin ich mir ehrlich nicht mehr sicher, ob die noch werden oder ja, also ob die noch wachsen oder ob das jetzt noch so weiterhin bleibt, weiß ich nicht. Aber wir verfolgen das jetzt einfach mal weiter und schauen einfach mal, was es wird. Bis wir die mal essen können, die Sachen, das dauert ja ewig. Weil das hier, das ist ja, das muss ja riesengroß sein. Ich muss das dann auch irgendwann umtopfen. Also zum Beispiel das hier, das muss ich bald umtopfen, weil das ist schon ziemlich groß. Das muss ich dann irgendwann mal umtopfen. Ja, also wenn das dann mal schöner und größer ist alles, dann werde ich das alles umtopfen. Also ich bin sehr gespannt, was mit denen zwei jetzt ist. Aber wir warten noch ein paar Tage. Wochen, mal schauen. So, wir sind wieder zurück nach ein paar Wochen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Wochen, aber auf jeden Fall locker einen Monat oder so. Also die Sonneblume hier, die ist. Also, die ist mega gewachsen. Ich habe schon Stöcke rein machen müssen, damit es nicht total umknickt. Genau. Also, Sonnenblume wächst hammermäßig gut. Dann hier, das Basilikum ist auch schon ganz schön gut dabei noch. Ja, Schnittlauch wächst auch hin und her. Schon in meiner nächste Kräutersammlung hier rein. Hier. Ja, Schnittlauch ist auch gut. Wächst immer mehr. Hier die Petersilie ist auch schon gut. Hier da bei diesem Blatt, guckt mal, wie süß. Da sieht man schon, dass es Petersilie wird. Oh, wie süß. So süß, oder? Da sieht man schon richtig hier. Das wird Petersilie. Oh, süß. Ja, dann hier sind die Tomaten. Die werden auch. Und jetzt, passt auf, Leute, es hat sich was getan bei den Erdbeeren. Geil, oder? Also es hat sich ein bisschen was getan, nicht viel, aber etwas. Hätte ich nicht gedacht, dass da noch sich irgendwas tut, aber es wächst. Aber dauert ein bisschen. Bei den Chili, ta-da-da-ta, wächst es auch. Also da sind schon weiße Sachen hier überall. Das keimt alles super. Also ich bin zufrieden mit meiner Kräutersammlung. Ja, ich würde jetzt auch sagen, das war es jetzt erstmal mit diesem Video. Ich werde dann wahrscheinlich auch noch einen zweiten Teil machen, wenn es dann mal richtig größer ist und so. Jetzt, also sieht man ja, es wächst jetzt alles schön. Und ja, das warten wir einfach mal. Ich werde es dann auch irgendwann mal umtopfen. Und wenn es dann umgetopft ist und alles, dann werde ich einen zweiten Teil davon drehen. Und ja, wenn es dann mal so richtig hoch ist, so wie im Laden, dass man es dann auch wirklich benutzen kann. Da werde ich dann auf jeden Fall ein Video machen, wie es dann ausgewachsen ausschaut. Das war's mit dem Video und lasst einen Daumen nach oben da. Ich bin jetzt auch wieder zurück nach langem. Die Wohnung ist immer noch nicht komplett fertig, aber es wird langsam. Also, bis bald. Ciao.